Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es schon wieder Zeit für ein Unhaul-Video. Das heißt, ich habe schon wieder radikal aussortiert und ein paar Bücher müssen ausziehen. Welche das sind, das erfahrt ihr jetzt im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich weiß dabei. Auch nicht. In der letzten Zeit sind mir wieder Bücher in die Hände gefallen, von denen ich mittlerweile glaube, dass ich sie nicht mehr lesen werde, beziehungsweise schon gelesen habe und weiß, die werde ich nicht nochmal lesen. Und dementsprechend werden sie wieder ausgesondert aus dem Regal, um Platz für andere Schätze zu machen. Einiges davon habe ich bereits verkauft und andere werden noch verschenkt. Und ich zeige euch jetzt, welche leider wieder ausziehen müssen. Ich fange direkt mal an mit einem Buch, das ich noch nicht mal zu Ende gelesen habe und trotzdem weiß ich irgendwie, dass die Geschichte nichts für mich sein wird. Besonders auch, da ich ungefähr bis zur Hälfte einmal gelesen habe. Und ja, es tut mir im Herzen weh, aber es geht leider nicht. Und zwar ist es Sturmtochter von Bianca Josivoni. Dieses Exemplar ist auch noch signiert von der Autorin. Da war ich auf einer Lesung und ist auch noch auf mich signiert. Das tut mir unfassbar leid, aber ja, das Buch muss leider ausziehen. Die Geschichte konnte mich einfach nicht wirklich für sich begeistern und gewinnen und ja, deshalb muss es leider gehen. Es geht in diesem Buch um 5 mächtige Clans, die Elemente beeinflussen können und über Schottland und seine Inseln herrschen. Von all dem ahnt aber die 17-jährige Eva nichts, obwohl sie Nacht für Nacht Jagd auf Elementare macht, die Kreaturen, die ihre Mutter getötet haben. An ihrer Seite kämpft der geheimnisvolle, aber unwiderstehliche Lance. Sie kennt jede seiner Bewegungen, seine Narben, den Blick aus seinen tiefbraunen Augen. Doch dann entdeckt Eva, dass sie die Gabe besitzt, das Wasser zu beherrschen. Und plötzlich werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt, sobald sie und Lance sich näher kommen. Also ist auch wieder so Romantasy in dieser Form, aber leider ist das Buch nicht wirklich was für mich gewesen und konnte dementsprechend nicht bei mir punkten und ich habe auch wirklich keine Lust, das Buch weiterzulesen. Ist natürlich schade, aber ja, es ist irgendwie nichts mehr für mich und da möchte ich lieber jemand anders die Möglichkeit gönnen, dieses Buch zu lesen. Genau. Deswegen muss es leider weg. Ein weiteres Buch auf der Liste ist diese Ausgabe von Sebastian Fitzek, Das Geschenk. Ich weiß, sie ist ganz besonders und ich finde die Aufmachung auch einfach fantastisch. Aber die Geschichte dahinter konnte mich leider nicht so von sich überzeugen, wie ich mir das erhofft hatte. Ich fand sie wirklich gut, aber mittlerweile habe ich ja auch noch andere Fitzeks gelesen, zuletzt Noah. Und die sind einfach nochmal eine ganz, ganz andere Kragenweite. Ich finde das Thema unfassbar wichtig. Analphabetismus braucht mehr Aufmerksamkeit. Und schon allein deswegen hat es sich gelohnt, das Buch gelesen zu haben. Aber da ich wirklich versuche, nur noch Bücher zu haben, die ich noch ein weiteres Mal lesen würde oder jederzeit nochmal lesen würde, und ich das Gefühl bei diesem Buch leider nicht habe, muss es leider gehen. Am Ende waren die Plot-Twists, die von Seite zu Seite gefolgt sind, gefühlt einfach zu viel für mich. Und somit hat das Buch viel Potenzial am Ende des Buches einfach verspielt. Und deshalb muss es jetzt auch ausziehen. Als nächstes zeige ich euch, und da wird es bestimmt einige geben, die sich denken, oh mein Gott, warum diese Autorin aussortieren? Und zwar ist es Brittany C. Sherry, Wie die Erde um die Sonne. Brittany C. Sherry schreibt großartig, das weiß ich und daran liegt es nicht. Aber ja, ihre Geschichten können mich einfach nicht komplett von sich überzeugen. Ich hatte das damals auch mit besorgt, eben aufgrund dieses großen Hypes um ihre Bücher. Und natürlich, ich bin auch überzeugt, sie schreibt toll. Ihre Sätze und Formulierungen sind so poetisch und schön, aber die Geschichte an sich konnte mich einfach nicht catchen und dementsprechend, ja, ich weiß einfach, ich habe das Buch wirklich lange jetzt schon in meinem Regal stehen, es ist auch schon leicht vergilbt vom Regal stehen, aber ich werde es nicht nochmal lesen und dementsprechend
muss es ausziehen, um Platz für etwas zu machen, das auf Dauer bei mir bleiben darf und soll. Und deswegen muss wie die Erde um die Sonne weichen. In diesem Buch geht es um Graham. Und hier steht hinten drauf, Graham und ich waren nicht füreinander bestimmt. Und doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht und waren zusammen in die tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war meine Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser. Sein Geist wurde zu meiner Seele und dennoch ist nun der Moment gekommen, an dem wir Abschied nehmen müssen. Das steht hinten drauf. Klingt episch, so toll formuliert. Ja, aber die Geschichte an sich fand ich wirklich gut, aber nicht nochmal lesen. Also ich kann sie einfach nicht nochmal lesen. Und deshalb, ja, ist es raus. Dann zu einem Buch, um das es mir so richtig leid tut. Einfach weil es schon äußerlich ein absoluter Hingucker ist. Und ja, ich selbst nicht fassen kann, dass es mir nicht gefallen hat. Also nicht so gut gefallen. Ich habe dem Buch, glaube ich, 3 Sterne gegeben. Und es ist gar nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. Aber ja, es hat nicht sollen sein. Und ich will auch meinem Prinzip dann treu bleiben. Und wenn ich weiß, ich werde es nicht nochmal lesen. Ja, besonders auch, da sich nun herausgestellt hat, dass die Fortsetzung auch aus derselben Perspektive ist. Ja, war es das leider für diese Geschichte. Und zwar ist es Sister of the Stars von Mara Wolf. Und niemand kämpft so gut für dich wie du selbst. Und das Buch ist einfach von außen unfassbar toll. Es ist so viel Liebe und Hingabe steckt die Autorin in ihre Bücher, dass man vor Staunen einfach ja, den Mund nicht mehr zukriegt. Und ich hatte auch einfach richtig Lust auf eine tolle und großartige Hexengeschichte. Und ja, leider kann ich mit der Geschichte nicht so viel anfangen. Obwohl es so viele tolle Elemente auch gab in der Geschichte. Aber ja. Um was geht es in diesem Buch? Es geht um Vienne und sie wurde vor 4 Jahren von einer Sylphe gebissen. Im folgenden Dämonenfieber verlor sie all ihre Hexenkräfte. Um zu überleben, musste sie ihre Heimat und ihre große Liebe Ezra Tocqueville verlassen. Nun kehrt sie geheilt nach Frankreich zurück, das mittlerweile hinter einer riesigen Mauer liegt, die die Welt vor den Dämonen schützt. Vienne ist fest entschlossen, sich ihre Magie und Ezra zurückzuholen. Vorher muss sie jedoch den jetzigen Großmeister der Magier überzeugen, einen Pakt mit den Dämonen zu schließen. Aber Ezra hat seine eigenen Pläne. Und in diesem kommt Vienne nicht mehr vor. Klingt toll, aber ja, es fing alles schon allein mit Vienne an. Aufgrund ihrer Krankheit lässt sich das noch toll und ganz gut logisch erklären. Ihr sind da viele Jahre verloren gegangen. Aber dennoch ist sie, was auch Ezra angeht, in einer so toxischen Liebesbeziehung gefangen. Das war manchmal wirklich abschreckend, wie sie auch sich selbst da leiden lassen hat. Sie hat sich nicht vorwärts bewegt, es ging wirklich so ganz, ganz langsam und sie hat es einfach nicht begriffen, was da vor sich ging. So einige Sachen, die ihr gesagt worden sind und die aber erst nach 20 Seiten so wirklich ankamen und sie dann natürlich auch zusammengebrochen ist und was auch immer. Das hat mir das Lesen irgendwie verdorben und da musste ich mich ganz schön durchquälen. Leider muss ich dieses Buch aussortieren. Es ist so schön und es muss aber weg. Ich kann es einfach nicht behalten, wenn ich weiß, ich werde es nie wieder lesen. Und da du auch Band 2 aus Viennes Sicht, ich dachte, dass vielleicht dann eine ihrer Schwestern ist, aus deren Sicht es geschrieben ist. Aber nein, es bleibt weiterhin bei Vienne und ja, vielleicht werde ich Band 2 mal als E-Book lesen, aber nicht als richtiges Buch. Schade. Genau, also wird dieses tolle Buch ausziehen. Nun komme ich dann zu 2 Büchern. Ich fand sie wirklich gut, aber weiß auch, dass ich sie nicht nochmal lesen werde und deshalb werden sie eben auch meine Regale verlassen müssen. Und zwar ist es einmal von Markus Heitz Doors, und zwar die Ausrufezeichen-Ausgabe. Es gab damals zu einer Grundstory
drei verschiedene weiterführende Geschichten. Also ihr seht hier in dem Buch hier vorne, dieser erste Teil, der so ein bisschen dunkler untermalt am Rand, ist in allen drei Ausgaben gleich. Es gab hier davon X, das Fragezeichen und das Ausrufezeichen. Am Ende dieser ersten Episode kommen nämlich die Protagonisten in einen größeren Raum mit verschiedenen Türen. Und sie entscheiden sich dann in jedem Band eben für die Tür mit dem Kreuz, für die Tür mit dem Ausrufezeichen oder für die Tür mit dem Fragezeichen. In diesem Band haben sie sich für die Tür mit dem Ausrufezeichen entschieden. Und und da landen sie hier nun im frühen Mittelalter des 9. Jahrhunderts. Und den Teammitgliedern wird aber schnell vor Augen geführt, dass die Welt, die sie aus den Geschichtsbüchern kennen, so nie existiert hat. Und es klingt alles super spannend, ich fand es auch wirklich gut. Ich werde es aber nicht nochmal lesen. Das tut mir in der Hinsicht sehr leid, es war aber eine coole Erfahrung, Leseerfahrung in diesem Sinn. Und vielleicht hat denn jemand anders auch eine tolle Leseerfahrung mit dem Buch. Ich hatte auch soweit, glaube ich, nichts weiter markiert und so. Nee, war alles soweit. Genau. Dann ausziehen wird der Circle von Dave Eggers. Ist sogar noch dieser Bestseller-Sticker drauf. Könnt ihr eigentlich auch nochmal abmachen, falls er abgeht. Er geht ab. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe auch die Verfilmung mit Emma Watson geschaut. Mochte ich auch sehr gerne. Aber da mochte ich den Film tatsächlich lieber als das Buch. Hier gab es schon mehrere Passagen, die sehr langwierig waren und sich ein bisschen in die Länge gezogen haben. Und im Film war das natürlich alles etwas kompakter erzählt und dadurch war die Spannung auch dementsprechend lang genug da. Hier geht es um Leben in der schönen neuen Welt des total transparenten Internets. Der Circle ist ein hellsichtiger, hochspannender Roman über die Abgründe des gegenwärtigen Vernetzungswahns. Ein beklemmender Page-Turner, der weltweit Aufsehen erregt. Und zwar geht es hier um ein Unternehmen, der Circle. Mal schauen, ob das hier drin auch nochmal genauer erklärt wird. Müsste hier vorne nochmal drin stehen. Genau, die 24-jährige May Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der hipsten Firma der Welt. Beim Circle, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz, so ein Ziel der drei Weisen, die den Konzern leiten, wird es keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität. May stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneküche kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratiskonzerte geben und fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles. Hat mir damals auch sehr gut gefallen, aber wie gesagt, der Film ist für mich ein bisschen kompakter und besser. Und ja, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal lesen und deshalb muss es leider ausziehen. So, dann kommen jetzt drei Bücher. Da fällt es mir noch ein bisschen schwer. Eins ist echt noch ein Wackelkandidat, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, bei den anderen beiden, ja, was... Es hat mich leider enttäuscht, die haben mich doch schon ziemlich enttäuscht und deshalb kann ich es einfach nicht mehr behalten. Und zwar ist es einmal von Katinka Engel, Halte mich nicht. Ich weiß, dass ich damit diese wunderschöne Unendlichkeitszeichen zerstören werde, weil Band 1 bei mir bleibt. Aber Band 2 konnte mich leider nicht überzeugen. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Geschichte und wie mit bestimmten Problematiken umgegangen worden ist, wie diese einfach durchgezogen worden. Das hat mir nicht eingeleuchtet, warum die beiden Protagonisten Zelda und Malik in diesem Fall so oder so gehandelt haben. Und ja, Teil 1 war einfach so viel besser und ich hoffe ja natürlich jetzt noch auf den letzten Band, dass der nochmal einiges rausreißen kann, aber ja, Band 1 bleibt, Band 2 muss leider gehen und ja, Halte mich hier, nicht Halte mich nicht,
Für die Liebe würden sie alles tun. Zelda ist das unangepasste Nesthäkchen einer reichen Familie und soll standesgemäß heiraten. Nichts wünscht sie sich mehr, als ihre Bestimmung im Leben zu finden. Malik stammt aus einer armen Großfamilie und träumt davon, eines Tages als Koch zu arbeiten. So unterschiedlich ihre Welten auch sind, das Glück, das sie empfinden, wenn sie zusammen sind, lässt zunächst alle Bedenken in den Hintergrund treten. Doch Maliks Herkunft sorgt dafür, dass die Beziehung der beiden nicht nur von Zeldas Familie abgelehnt wird. Gemeinsam kämpfen sie gegen alle Widerstände für ihre Liebe und die Verwirklichung ihrer Träume. Ja, klingt toll, aber an der Umsetzung hat es für mich ein bisschen gehapert und auch die Geschwindigkeit, mit der die beiden zusammengefunden haben. Ja, das war für mich zu konstruiert und ja, man hat direkt gemerkt, okay, darauf wird der Fokus nicht liegen, der Fokus wird auf etwas anderes liegen und da hat es mich dann leider nicht mehr abholen können. Und deshalb muss es leider wieder ausziehen. So, und dann haben wir hier ein Buch, das unfassbar toll ist, wunderschön und auch noch von der Autorin signiert. Aber leider, leider, leider kann ich das, ich kann es nicht behalten. Und zwar ist es Gods of Ivy Hall, Cursed Kiss von Alana Falk. Und ja, die Geschichte war leider nur durchschnittlich. Ich wurde mit Arryn nicht warm und Arden war für mich sowieso ein Typ, nee, das war jemand, mit dem ich mich nicht anfreunden konnte. Und um was geht's in Cursed Kiss? Es geht um Arryn und Arryns Lippen sind gefährlich, denn sie ist keine normale Studentin am Ivy Hall College. Sie ist eine Rachegöttin im Dienst von Hades und dazu verdammt, jungen Männern mit einem Kuss die Seele zu stehlen. Niemals darf sie sich verlieben. Das ist Arryns wichtigste Regel. Bis sie auf einer Verbindungsparty Arden begegnet und plötzlich alles anders ist. Ardens Nähe, seine Blicke, seine zufälligen Berührungen wecken Gefühle in Arryn, die sie nicht empfinden darf. Denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal besiegeln. Das ist Cursed Kiss, klingt fantastisch. Aber auch hier hat es leider an der Umsetzung gehapert. Ja, das kann auch leider das Cover nicht retten. Deshalb muss es leider wieder bei mir ausziehen. Ich werde den zweiten Band dann nicht lesen, auch wenn das Finale einiges wieder gut gemacht hat. Aber der Anfang und besonders der schwache Mittelteil für mich, also der Mittelteil war für mich wirklich das Schwächste am Buch. Es konnte mein Interesse nicht aufrechterhalten, sodass ich mittlerweile ja einfach keine Lust habe, die Geschichte weiter zu verfolgen. Und dementsprechend habe ich diese Reihe damit abgebrochen. Und lass dieses hübsche Werk ausziehen und hoffe, dass es jemand anders eine große Freude bereitet. Und das letzte Buch, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich es weggeben soll, weil die Geschichte an sich hat mich sehr fasziniert und fand ich toll umgesetzt. Es geht um Drachen und zwar nicht nur um irgendwas, sondern um die Naturgeschichte der Drachen. Lady Trent's Memoiren von Marie Brennan und ja, es geht hier um Lady Trent's Memoiren und sie ist die herausragendste und erfolgreichste Drachenforscherin der Welt. Voller Detailreichtum, Humor und der Abgeklärtheit des Alters berichtet sie aus ihren jüngsten Tagen, da sie ein Mädchen war, fanat in Bücher und lernbegierig. Sie trotzte den erstickenden Konventionen ihrer Zeit und setzte ihren guten Ruf, ihre Zukunft und ihre zarte Haut aufs Spiel, um ihre wissenschaftliche Neugier zu befriedigen. Nun endlich liegt die wahre Geschichte dieser beispiellosen Pionierin vor. In ihren eigenen Worten berichtet Lady Trent über ihre aufregende Expedition in die Berge von Wystrana, wo sie die erste von vielen historischen Entdeckungen machte, die sie und die Welt für immer verändern sollen. Klingt toll, ich fand's auch toll, aber irgendwie habe ich nicht den Drang, weitere Bände der Reihe zu lesen. Und ich weiß nicht, ob ich dann nur diesen einen Band da behalte, den ich vielleicht nie wieder lesen werde. Das ist so der größte Wackelkandidat von allen. Und da überlege ich wirklich noch hart, aber ich stelle es euch mal vor. Vielleicht seht ihr es doch noch im Regal bei einem der nächsten Videos irgendwann. Ja, aber zurzeit tendiere ich eher dazu, es auszusortieren. Und ja, dementsprechend wird es wohl das Regal verlassen müssen. Ja, tja, und das war's auch schon. Das sind die Bücher, die bei mir leider ausziehen müssen. Und ja, ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr häufig Bücher aussortiert, ob ihr das auch mit einem
weinenden Gesicht tut oder ob ihr euch danach auch sehr befreit fühlt. Ich muss sagen, ich fühle mich ganz gut, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Platz habe und meine Bücher unterbekomme. Ja, um einiges ist es sehr schade, da hatte ich mir einfach mehr vorgestellt. Besonders bei Sister of the Stars, weil es einfach so toll war und auch Cursed Kiss sieht so wunderschön aus, aber die Geschichte konnte mich leider nicht überzeugen. Tja, und dann müssen die Bücher eben auch ausziehen. Genau, das war's dann auch schon mit dem Video und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!